Weil wir zwei rote Skins haben. 200 IQ? Nein! Oh mein Gott! Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video. Es wird wieder Zeit für ein krankes Skin-Contest-Video. Und guckt euch mal meinen Skin an. Ich sag euch, diese Kombination, ich fühle diese Kombination gerade richtig hart, weil das ist einfach so ein Bummi-Skin. Guckt mal, wir sind so eine kleine Ameise. Diesen Skin spielt gefühlt niemand. Und wir haben heute wieder das Thema Skins, die man so null auf dem Schirm hat. Vor allem diese Kombination mit der Bratwurst und mit dem Backblink fühle ich übertrieben krass, Leute. Also, ich würde mir selber so 8 von 10 geben. Sitoran ist auch gerade am Start. Er hat hier diesen komischen Knödel-Skin. Teig-Knödel-Skin oder wie man den nennt. Lasst auf jeden Fall einen fetten Like da. Mal gucken, wie weit wir kommen in dieser Skin-Contest-Runde von Stani. Und Leute, let's. Und wir brauchen für unsere Story, ganz wichtig, hört er mich? Ich guck nochmal, ob er mich hört. Nee, er hört mich gerade nicht. Sehr gut. Ey, an alle, die mich gerade im Stream hören, ich brauche ein Spray. Das wäre wirklich nice. Ich brauche ein Spray, Leute. Ich brauche ein Spray. Das wäre so nice. Ging noch nicht mal los. Ich brauche ein Spray. Drückt mir die Daumen, dass ich Spray finde. Abbauen hier. Mit dem Spray. Kann mir jemand ein Spray bringen? Ohne Spray haben wir ein Problem. Dann geht's ab hier in die Mitte, treffen wir uns. Ohne Spray kann ich meine Story gar nicht machen, Chat. Ich habe jetzt einfach auf gut Glück gehofft, dass ich ein Spray direkt finde. Boah, wenn mir jemand ein Spray besorgt, das wäre göttlich. Loot droppen hier. Hallo, Loot. Kein Spray hier. Müsst die Bots killen, oder? Vielleicht hier drin in der Kiste. Please. Nein. So, Leute. Die starten hier gleich. Einmal aufstellen. Vielleicht hätte ich... Ich habe keine Mats, Bro. Nein, ich hätte... Oh mein Gott. Let's go. Wie wichtig. Ich wollte gerade sagen, wie krank wäre es, hätte ich Spray in der letzten Runde einfach in meine Kiste reingetan, in mein Zelt. Aber ich habe einfach Spray gefunden. Das ist so übertrieben wichtig für die Story, Leute. Let's go, Mann. Wir können jetzt uns eigentlich direkt anstellen. Ich bin bereit. Wenn wir erste Runde weiterkommen und auch die restliche Runde, dann machen wir die fertig. So ein Ding wird das. Wir müssen bis zur Story kommen, das ist wichtig. Und warum laggt es? Hier, die stellen sich schon mal auf. Für einer der Ersten sein. Warm, ist okay. Ein bisschen so vordere Reihe, ist cool. Ich bin zufrieden. Warum nicht? Gucken wir uns mal die Skins hier an. So. Wer Fax macht, wird gekillt. Ja, er hat Loki genommen. Loki wollte ich vorhin sogar nehmen. So! Warum haust du mich, Leute, willkommen zu einem neuen Skin-Contest hier auf YouTube! Und Freunde, es gibt was Besonderes, nämlich wir haben heute mit dabei SU. Der versteckt sich nämlich da bei den ganzen Paulbergern drin. Ich bin gespannt, welches Skin er sich ausgewählt hat, mit welchen er mich heute beeindrucken wird, Leute. Und ich würde sagen, der erste Skin mit dem tritt jetzt bitte direkt aus der Tür hinaus und kommt zu mir. Macht keine Faxen da hinten, Leute. Hier haben wir einen sehr, sehr seltenen Starter-Pack-Skin. Ich muss sagen, sieht man jetzt im Skin-Contest nicht so oft in der Runde. Boah, der eine hat einfach so einen Johnny's Kopf. Aber weil er wirklich, ich weiß nicht, war der mal wieder drin gewesen im Shop, Leute, der Skin? Ich weiß es nicht. Bro, Kippe. Ich sag die Kippe, ich sehe ihn zu oft, leider. Aber bis für die erste Runde weiter. Skin, ne? Ja, Kippe. Stimme ich ihm schon zu. Hier, Kimberly, weg mit dir, Schmutz. Und der erste raus ist raus, da. Leute. Let's go. Je mehr rausfliegen, desto besser für uns gerade, ne? Bro, hier haben wir einen. Oh, ich muss halt sagen, ich feiere halt den Battle Pass Skin hier in der grünen Variante. Und ich muss auch sagen, die Kombination mit Schwert ist jetzt nicht so ein krasser. Aber optisch ist er okay. Ich bin gespannt auf mehr. Den habe ich auch überlegt, ob ich den nehme. Bin gespannt auf mehr. Aber kannst du dich mal richtig anstellen, junger Mann? Das ist auch ein relativ neuer Skin sogar. Aber ich muss auch sagen, hier die Combination gefällt mir sehr, sehr gut. Und das kann man auch noch nie. Sitoran, kannst du mich vorlassen auf Ehre? Also ich muss sagen, lass mich mal vor. Bist weiter safe, weiter. Weil wir zwei rote Skins haben. Vielleicht sagt er dann nein. Ferdinand! Beide zu sehr rot. Ey, Ferdinand, hier nicht die Waffen droppen. Lass Ferdinand in Ruhe. Hier im Weg. Verstehst du das, Ferdinand? Ich brauche ein bisschen Schild, Leute. Ich fühle mich gerade ein bisschen unsicher hier. Weil der eine hier gerade unnötig mich gespitzackt hat. Ja, komm, ich gebe mal eine Chance. Ich bin mal heute nicht ganz so hart. Ich finde es okay, sagen wir es mal so. Dani ist gerade echt nett. Weil ich glaube, Ferdinand wird eine coole Story für seine Verhältnisse. Nächster, bitte. Bro, hatte ich selber schon 20.000 Mal im Skin-Contest angehabt, das Ding. Oder ausgewählt, auch gesehen. Welchen ich hat er genommen? Nicht. Also, ich sehe das ist okay, nicht, aber wenn du selber hast und so, ich habe den selber oft gespielt, ist ja nichts Dolles. Oh, Galaxy-Skin. Coole Idee auf jeden Fall, aber sieht man halt schon, dass ein oder andere Mal im Skin-Contest. Ich hätte vielleicht auf Kippe weitergelassen, aber Backblink choked einfach rein, leider. Deswegen raus. Raus. Hier haben wir... Boah, ein Rette-die-Welt-Skin. Relativ selten, gibt es sehr wenige Leute, die ihn haben. Ich habe den unter anderem, ist okay bis weiter. Nicht so, dass ich das sage, boah, ich kippe jetzt um, aber ist okay. Was machst du da mit deinem Bunsenbrenner? Das ist auch eine geile Idee, wenn man das in eine Story oder so einbaut. Sitoran, good luck, mein Freund. Dann haben wir hier... Nein! Nee. Was? Oh, nee. Leute, drückt mir die Daumen, vielleicht schaffe ich es. Oh, den Skin, den weiß ich, Leute. Bro, was ist das? Ja, Alter, willst du mich verarschen oder was? Haha.
Was hat der denn da für Brust? Ey, das ist der größte Dulli-Skin, Leute. Aber irgendwie, ich finde das hat was. Sie hat mir so auf jeden Fall auch nicht Skin-Contest. Ich finde die Kombination als Würstchen-Verkäufer auch ziemlich nice. Ja, von mir auf jeden Fall. Aktuell muss ich sogar sagen, der beste Skin hier. Für mich bist du weiter. Safe, safe, safe. Geil. Das ist doch was ganz anderes, Leute. Ich sage euch ehrlich, die Pickaxe hat es einfach rausgeholt. Oh. Krass. Seht ihr, Freunde? Ich weiß doch, wie Stani mittlerweile tickt. Komplett. Ich habe auch gesagt, Dulli-Skin, keine Frage. Frage, ne? Aber ich weiß, wie wir ihn zum Lachen bringen können. Ich weiß, wie er tickt. Aber ein bisschen ärgerlich, dass er sagt, ich bin ein Wurstverkäufer. Wow. Also er hat nicht ein bisschen gecheckt, dass wir so ein Insekt sind oder so. Aber vielleicht können wir das zum Vorteil nutzen. Oha, warum bist du so nass? Alles gut, chill mal. Sieht voll cool aus. Habe ich so auch nicht im Skin-Contest noch nicht gesehen. Bis safe weiter. Nächster wieder einmal durch hier. Dr. Sloan. Dr. Slowly. Ich muss sagen, hatten wir so auch noch nicht Skin Contest, auch mit dem Hemd und alles. Sehr, sehr cool. Für mich bist du weiter, Dr. Sloan. Ist, aber ich bin auf die Storys und alles gespannt. Also wird es doch einiges... Nee, doch, feier ich gar nicht. Direkt weg mit dir. Schmutz. Wow! Mal gucken, ob ich der Paulberger. Geil. Haben wir dafür eine hatten wir, ey, heute, ja. Ich muss sagen, mal sehr, sehr außergewöhnliche Skins. Feier ich extrem, du bist in der nächsten Loki Runde. Loki hat auch weitergelassen. Ich habe sogar am Anfang im Stream gesagt, ey Leute, soll ich vielleicht Loki nehmen? Krass, dass der Loki weitergelassen hat. Also wenn wir mit Loki auch safe lustig, weiter. Auch so das Orange und so, das knallt schon rein. Ich finde leider Pickaxe und Backbling hätte man anders auswählen sollen. Ja, okay, Kippe, sagen wir es mal so. Kippe. Zone? Nee, Bro. Alter, gut, dass wir den Raketenskin nicht genommen haben. Ist jetzt, wie gesagt, hatten wir selber schon ein paar Mal gehabt. Ist jetzt für mich jetzt, muss ich auch sagen, spielt für der als Apokalypsis, lol. Oha, Alter! Boah, was ist das für ein krasser Skin? Da muss ich sagen, Leute, diese Variante stimmt. Der hat ja eine neue Variante bekommen, der das Skin. Das sieht echt cool aus, Leute. Let's go. Hatte ich auch null auf dem Schirm. Muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch einer meiner Favorites gerade. Nächster, weiter. Oh. Bro, leider zu langweilig, muss ich dir leider echt sagen. Ist eine coole Kombi gewesen, war okay, aber weiß ich nicht. Nächster auch ein bitte. Cooler Skin. Sieht man auch nicht so in dem Skin-Contest. Würde ich auch weiterlassen. Aber er kickt ihn raus. Leider Pickaxe alles so ein bisschen reingechoked. Kombi ist echt langweilig gewesen, aber der Skin an sich hätte gepunktet bei mir. Ist so ein Skin, den man nicht so oft sieht. Den würde ich halt safe rauskicken. Was ist das für ein Emblem? Das Stani Emblem hatte den letzten halt Mal im Skin-Contest. Finde ich, warum bist du Kaffeetrinker oder was? Trinkst du Kaffee? Zone ist auch ganz okay. Leon, du trinkst doch niemals Kaffee, du bist 14. Ja, Leon, du bist weiter, komm, ausnahmsweise. Er sagt ja, wir sind Bratwurstverkäufer. Also theoretisch haben wir so eine Imbissbude und schmeißen dann plötzlich so unsere Burger und Tomaten. Schade, dass du nicht die volle damit machen wir direkt erstmal einen Easy Punkt nach außen weiter. Dann haben wir noch das, die Leute. Easy peasy. Ey, hallo. Eigentlich müsste ich dich killen, ne? Oh, wen? Wie Faxen macht? Also. Boah, der hat 73 Kronen. Wer ist das? Wollte ich leider auch schon auswählen. Oh mein. LOL? Hä? Oh mein Gott, aktuell der beste Skin, Leute. Safe der beste Skin. Geisteskranke Kombination. Findet er den jetzt gesehen, so geil? Das ist jetzt ein vorne. Skin aus dem letzten Wettbewerb gefühlt oder vorletzten. Gut geschafft. Die Zone ist ja auch direkt um die Ecke. Kann ich jetzt nicht ich hoffe, so besonders, schon aber okay. Nächsten Zone können wir auch schon direkt loslegen mit einem Tanz. Also wir werden jetzt aufbauen, dass ihr einmal einen Tanz zeigen könnt. Ey! Ja, wenn ihr mich umfahrt, und let's go! Clever, so wichtig, dass wir einen Spray einfach gefunden haben. Ich glaube, das Spiel ist gerade wieder auf unserer Seite, Chat. Super, danke. Danke, dass die Helfer hier schon gebaut haben. Stark. Danke, wo ist Helfer. Die Frage, wohin gehen wir? Da hinten. Also, ich glaube, ich weiß, wer SU ist. Mal gucken, ob er das weiß. By the way, übrigens schon hier reicht nicht so hochbauen. Hallo, mach mal ab, weg hier. Ich bin wahrscheinlich komplett falsch. Stark, dass die Helfer auch schon gebaut haben in der Zone hier. Das geht aber relativ schnell. So, hier, ich stell Dings hier hinstellen. Nein, ich bin falsch. Nein, die wird nicht umarmt. Wer umarmt werden will, wird gekillt. Also, wo sind die denn? Zusammen jetzt hier. Einmal mit einem Tanz jetzt durchkommen. Let's go. Ich weiß nicht, wo die sind. Oh. Ja, Bro, ist ein Free-Round. Scheiße, schnell. Wir müssen uns beeilen, Leute. Ich weiß jetzt nicht, was Sache ist. Wie dumm kann man sein? Man nimmt so ein starkes Emote. Fahr mich dahin, Ehrenmann. Ich check's nicht, aber die Leute sind nicht so clever wie ich. Okay, nächster bitte einmal. Wo sind die denn? Ja, es ist so. Ach, da oben sind die! Okay, ich hoffe, kommen noch rechtzeitig an, weil sonst. Boah, finde ich, passt irgendwie. Ja, ist so ein bisschen vielleicht so ein Tanz oder so. Ja, passt auf, Bro. Freeround auch für dich hier. Let's Nächster go. Bitte, Loki einmal. Sind einfach letzter jetzt, schade. Oh,
Bro, hallo. Was? Zwar ein TikTok? Ja, ist okay, Bro. Ist okay. Ach, kritisch. Ich habe Angst, Leute. Ich könnte entweder den machen, ne? Das ist so ein bisschen Kippe. Voll cool. Oder nice, ich mache Free ja, Round safe. Und komme damit easy oh, weiter. Das Ding ist aber, ich würde das Team gerne für den nächsten Fight oder so aufbewahren, wisst ihr? Duschkopf. Oh, auch aber bis jetzt feiert er das, dieses hier. Lustige und Let's deshalb so dieses go. Sympathische, lustige, Dulli-mäßige könnte halt schon mit dem Jonglieren echt gut punkten. Also da sehe ich mich gerade. Ja, ja. Ich mach lieber Jonglieren, Leute. Geil. Ich mach Jonglieren. Ja. Hat er leider geklaut von mir, aber durchgehen. Boah, der Skin ist auch krass. Also für Skin Contest. Ich muss leider sagen, reicht dich aus, Bro. Reicht dich aus. Skin ist schon nicht so geil, so wie ich finde. Und dann, nee, nächster bitte. Also jetzt verglichen mit den anderen finde ich schon, dass ich echt heraussteche mit der Kombination. Bro, du hast schon in der ersten Runde verkackt, Alter. Denn... Zone ein bisschen kritisch wieder. Noch raus. Nächster, bitte. Ich brauche noch ein paar Mets. Ja, ist okay, Dr. Sloan. Aber jetzt ein bisschen steigern, sage ich direkt schon. Ne? Sage ich direkt schon, wenn jetzt keine Steigerung kommt, bist du raus. Nächster, bitte. Geil, ja. Leon, du hast jetzt ein bisschen wieder Pluspunkte gemacht. Finde ich sehr, sehr geil. Und Würstchen, Mann. Ja, ist auch eine Freeround für ihn. Geil, cooles Emote. So, erstmal alle in die Zone wieder rein, Leute. Geht am okay, let's go, Leute. Let's go. Und weiter mit. Das Einfachste. Aber kein Problem, ich habe ja noch mein Spray. Boah, Zeit passt eigentlich relativ gut. Wir werden nämlich jetzt Tanzduelle machen. Tanzduelle, okay. In der Zone. Und da wird dann ordentlich was aussortiert. Tanzduelle. Das sage ich jetzt direkt schon. Da muss ich jetzt überlegen, Leute. Wird jeweils nur einer weiterkommen. Immer nur einer. Okay, dann müssen wir dann direkt darauf gehen. So bam, bam, bam. Von den Farmen passt das echt gut. Werde ich mir vielleicht noch überlegen. Was haben wir noch so Tolles? So, hier wurde schon gebaut. Ach nein, das ist blau. Ich habe vergessen, hier die Farbe zu ändern. Und bitte einmal Tanzduelle aufbauen. Das ist auch geil. Hallo, ey. Braucht das da auch nicht kaputt machen. Das können wir auch machen. Das aufbewahren noch. Das bewahren wir noch auf. Dann haben wir noch Phoenix. Hier unten Tanzduelle bitte machen einmal. Dankeschön. Es wäre gar nicht gut, wenn wir jetzt raufgehen, Leute. Es wäre gar nicht gut. Genau. Aber wir sind gut dabei. Und jeder bitte einen Gegner suchen. Wer möchte gegen mich fighten? Ich brauche noch ein bisschen Mini-Moon, bitte. Eigentlich bin ich gerade so selbstbewusst, dass ich gegen jeden fighten könnte, theoretisch. Wer möchte gegen mich fighten? Komm. Mal her, hier. Hier. Danke, reicht. Top. Gut, so, bitte einmal Gegner suchen. Hier ist das erste Duell. Wer keinen Gegner hat, da nicht sich zu einem Gegner hinbefindet, wird automatisch gekickt. So, ihr seid dran, ne? Ja. So. Let's go, easy win. So eine Freeround für den Würstchen. Let's go, Mann. Sorry, aber an den Kollegen, den da ich coach habe. Da sehe ich leider Luki leider etwas weiter vorne. Würstchen, nee. Mann. Würstchen, Sloan Mann. War für mich leider schon auf Kippe gewesen, muss man auch sagen. Gib mir bitte einmal. Ich hoffe, links fliegt raus. Beide krass, beide. Ja, beide waren echt gut. Aber links muss rausgekickt werden. Hier oben nochmal Tanzduelle aufbauen. Weil links sehe ich gerade das Problem. Da machen wir nochmal kurz Tanzduelle, weil ich glaube, da fehlen noch ein, zwei. Muss noch ein bisschen Holz farmen, Chat. Und die Leute, die mit Tanzduelle durch sind und schon quasi in der nächsten Runde drin sind, können schon mal eine Story vorbereiten. Ja, okay, nice. Dann machen wir das so, Leute. Kurz noch ein paar Mets farmen. Also ich habe eine Vermutung, wer SU ist. Das werde ich gleich mal sagen. Stimmt, also, das hat er auch noch nicht gesagt. Okay, also für meine Story ganz simpel eigentlich, brauche ich nur noch ein paar Mets. Wäre vielleicht geil, wenn wir hier nochmal irgendwie Mets farmen können, ohne Probleme. Zack. Ja, hier nochmal Tanzduelle. Hier noch ein paar Mets. Ich brauche Holz. Ich kann auch Mets droppen. Mit Holz alles machen. Oh, die droppen sogar Holz. Okay, hier noch ein bisschen Holz. So, wie gesagt, die durch sind mit Tanzduellen, bitte Story machen. Ich würde auch lieb gern direkt eigentlich schon starten, weil nicht, dass er meine Story nicht mitbekommt. Ja, der Helfer da einmal hier kurz einmal, der schwarze Ritter kommt weg. Warte. Nice. Bau mal in die Richtung. Ich hoffe, wir fallen jetzt nicht runter. Danke dir für die Hilfe, Bro. So, nächstes Tanzduell geht los. Ihr seid dran. So, zack, zack, zack. Nächste Runde, zweite Runde. Das darf ich nicht verkacken, Leute. Oh, knapp. Dritte Runde. Also, wir gehen jetzt hier rein. Spinne. Bam. Nee, Bro, er hat dich leider. Spinne? Sorry, Marek, aber der muss jetzt überlegen, wie rum mache ich das. So, hier auch meine Favorites beide. Hier rein? Seid dran. Dann mache ich den hier. Ah, Spinne, oh mein Gott. Und in der Zeit muss ich das hier droppen. Starkes Duell hier, nächste Runde. Das muss nächste Runde, ich brauche eine nächste Runde von euch. Bin schon ready, ich bin ready eigentlich. Wow. Starkes Duell hier, nächste Runde, ich brauche eine nächste Runde von euch. Oh mein Gott. Ihr seid beide weiter. Beide weiter, vielleicht beide weiter. Für die so wirst ihr mal. Oh, wir gehen hier zuerst. Ich bin hier ready. Zu dir. So, was hast Nein. du jetzt? Sorry, zeig mal. Okay, hier Hexenkessel. Dann irgendwelche Zutaten. Oh, okay, er zaubert irgendwie was. Das ich hoffe, ich komme jetzt mit meiner Story dran. Na, was hast du gezaubert? Ein Lama oder was? Ein Urwald.
Oh, die ist raus. Let's go. Ist so gefeiert. Ja, zu mir, zu mir. Zu mir, please. Weiß ich nicht. Leo, mach Story, ne? Ich bin auch dran. So, du bist dran, ne? Nein. Wie immer, Leute. Immer komme ich mit meiner Story nicht dran. Ich hab Angst, dass meine Story nicht kommt. Sorry, Bro. Gehen. Oha, er legt hier eine Bombe rein. Oha, okay. Der hat einfach eine Bombe reingelegt. Finde ich irgendwie lustig. Hatten wir noch nicht gehabt. Finde ich lustig. So, jetzt gehe ich mal hier zum Würstchenmann. Du bist dran, ne? Wie, ist eine Spinne drin? er erschreckt sich vor der Spinne, okay. 200 IQ. Nein! Oh mein Gott! Okay, Bro. Okay, Leute. Oh mein Gott, Insektenspray. Ich bin noch nicht fertig. Für mich aktuell ganz weit vorne, der Würstchenmann. Bam! Ganz, ganz weit vorne. Ganz stark, Leute. Ganz stark gerade. Okay, ja. Eine, zwei, okay, ja. Ganz stark. Wie fandet ihr meine Story, Chat? Gut, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das am Ende noch gesehen habt, dieses... Verstehe ich nicht. Ich bin zu dumm. Also, wir sind bis jetzt, glaube ich, sein Favorit. Ich glaube, wir sind sein Favorit, safe. Bis jetzt haben wir eigentlich alles gut gemacht. Wenn wir diesen Skin Contest nicht gewinnen, weiß ich auch nicht. Ich bin echt zufrieden. Ich bin zufrieden mit der Konstellation. Hammer Spitzhacke, Hammer Backwing, den man so eigentlich nie im Skin Contest sieht. Du hast Geburtstag und kriegst jetzt ein Geschenk, oder was? Ich bin aber echt gespannt, wie die anderen abgeschnitten haben. Loki, habe ich hier vergessen. Du bist Channel Loki. Zeig du mal deine Story noch. Hammer Loki. Ey, warum hast du es kaputt gemacht? Der will dir seine Story zeigen. Ach, der Arme. Bau nochmal schnell deine Story auf. Der Arme. Leon, du bist dran. Leon, du bist auch nochmal dran. Hier, Leon, oh, der tut mir jetzt voll leid. Oh, ich schaff, glaube ich. Leon, du bist dran. Okay, ja. Wir müssen mal überlegen, was machen wir als Aliens, nächstes. Oder was? Lol. Waffenbeschwörung haben wir. Das feiert das safe. Ich weiß nicht, ob wir jetzt weiter auf diese Jolly-Schiene machen, so lustig, oder jetzt full tryharden und einfach so Effekte machen. Ich glaube, er feiert die Effekte viel, viel mehr. Ich glaube, damit sollten wir den nächsten Gegner easy kicken. Bro, was machst du? Das hier. Ja, wir machen das. Achso, du kämpfst gegen Thanos. Also der nächste wird damit, glaube ich, richtig fett rausgekickt. Ey, hau mich nicht. Ich hab nichts getan mit deinem Säbel. Bro, ich sag dir echt, diese Kampf-Stories. Ich hab jetzt einen Säbel in der Hand. Ich bin die irgendwie. Ich kann nicht mehr sehen, diese Kampf-Stories. Das ist zu viel. Jedes Mal kämpft irgendein Monster gegen anderes Monster. Hier, Tanzduell! Nochmal Tanzduell hier aufbauen. Ich sage, SU ist, glaube ich, der Würstchenmann. Entweder der Würstchenmann oder der Fisch, würde ich sagen, ist SU. Krass. Da hat er richtig geraten, Chat. Ja, doch. Einmal wieder aufstellen, Tanzduelle. Tanzduelle. Komm, du gegen mich. Tanzduelle. Let's go, good luck, Bro. So, Leon gegen den Würstchenmann, let's go. Boah, stark, Bro. Boah. Unentschieden, unentschieden. Nächste Runde. Nächste Round, nächste Round, nächste Round. Boah, okay, das ist stark, das Emote. Okay, ein Emote, jetzt ein Emote. Emote. Okay, stark. Auch stark. Noch ein Emote. Boah, das ist ein krasses Duell hier. Okay, wir machen hier weiter. Ganz einmal. Kritisch, 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 kritisch. Boah, boah, boah. Wir haben viel Pulver gerade rausballern müssen. Wow, geiler Emote. Habe ich so noch nicht gesehen. Mal dein Emote nochmal. Wir haben echt viel Pulver gerade rausgeschossen. Nee. Oh, ich hätte gedacht, das war Dings gewesen, SU. So, ich will einmal jetzt Leon gegen den hier noch sehen. Leon, komm her. Gegen... Boah, der ist auch krass. Boah, starker Tanz. Der ist ganz stark, ganz stark. Leon, jetzt du nochmal. Ich muss mal kurz meine Bratwurst wieder rausholen. Schön, das passt nicht, Leon, du bist raus. Sorry, Bro. Spring einmal runter. Helfer, komm her. Wie das dich anhört. Ich muss meine Bratwurst kurz rausholen. Nice. So. So, ich will ein Emote sehen. Emoticon, okay, hier. Scharfes Essen, scharfe Bratwurst. Emote hier. Was machst du? Ey, jetzt musst du auf die Kommandos hören. Emote. Du musst jetzt starten. Tanz. Tanz, Tanz, Tanz. Safe. Bam. Boah, stark. Auch sehr, sehr stark das Emote hier mit dem Feuerleuchter drin. Ne? Mal gucken, ob wir das schaffen, Leute. Mal gucken, ob wir den Sieg holen. Du hängst auf jeden Fall ein bisschen hinterher hier. Aber ich habe echt schon viel rausgeballert. Ich will jetzt nochmal ein Emote sehen. Oh, Bro, ich habe keine Mats, Jungs. Oh, ich habe keine Mats. Nein. Ich habe... Jemand muss runterbauen. Jemand muss runterbauen. Ich baue schon, ich baue schon. Ich baue doch schon, Leute. Okay. Runter, alle runter, alle runter. Und nochmal ein Tanz. Ein Tanz? Okay. Boah, boah, stark, stark, stark. Die beiden. Nee.
Sorry, Bro. Oh mein Gott, zwei Feuerleute. Okay, dann ist SU safe, der Würstchen, zwei Feuerleute. Mal gucken, ob ich den Sieg hole. Was hat er denn hier noch? Was macht er denn? Ach so. Bro. Ey, da sag doch, was ich machen das soll. Das war krank. Das hat nochmal Bonuspunkte gegeben. Emote nochmal. Emote. Okay, ja. Oh, shit. Ey, komm in die Zone, wenn er nicht schafft. Also, Emote ist, Sticker meine ich. Sticker, sorry, Bro. Sticker. Sticker meinte ich, sorry. Klo. Ich hab jetzt zwei sogar gemacht. Der schwäche gerade ein bisschen, der Teufelsmann da. Ich will jetzt nochmal einen Tanz sehen, wenn es geht. Boah, starker Tanz, okay. Er kommt gar nicht hinterher. Let's go, Leute. Ich muss sagen, zum Ende war Pharao einfach ein bisschen überfordert gewesen. Das hätte ich ihm wahrscheinlich sogar... Hätte er das jetzt auch clean gemacht zum Ende, hätte er vielleicht gewonnen. So hat Essie gewonnen. Aber Essie hatte definitiv mit Abstand die beste Story gehabt. Geil, Mann. Let's go. Habe ich gefeiert. Leute, wichtig. Das war's gewesen. Checkt Essie ab. Tschüss, bitte. GG. Krass, wann hast du ungefähr die Vermutung gehabt, dass ich das bin, Bro? Ich eigentlich relativ zum Anfang schon, weil du meinst so, ja, entweder komme ich direkt erste Runde weiter oder nicht, so weißt du? Bro, ich konnte das null einschätzen. Also ich wusste, okay, wenn wir weiterkommen, dann wirst du vielleicht so lachen, so ein bisschen Boomi-mäßig, ne? Und es hat komplett geklappt. Geil, Mann. Geil. Auch cool, dass du die Story da so gecheckt hast. Die Story war geil gewesen. Nee, fand ich echt nice. Hammer, Leute. Checkt Shani ab. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace. Boom.